Wo sind wir jetzt? In einer Geisterwelt von Faron? Was ist das denn da hinten? Gebieter, Mike. Gebieter. Ja? In dieser Welt kann ich dir nicht folgen, da sie in der Seele selbst existiert. Doch ich kann zu dir sprechen. Nur Auserwählten gewährt die Göttin Zutritt zu diesem Ort der Seiren. An diesem Ort Faros Seiren wird dein Mut an die Probe gestellt. Lasse deinen Körper zurück und stelle dich der Prüfung nur mit deinem Geist, um die heilige Flamme deren Kraft das Schwert zu stärken. Zu erhalten, also deren Kraft das Schwert stärkt zu erhalten, voll weird. Musst du diese Prüfung bestehen. Nur so wird deine Seele wachsen, Gebieter. Wow. Ich bin einfach ein Geist. Ich kann mich durch selbst fassen. Du erhältst das Seelengefäß. Diese geheimnisvolle Pflanze spiegelt deine Seele wieder, Mike. Textbox redet mit mir, okay. Dies ist das Seelengefäß. Bringe es zurück, wenn es gefüllt ist und deine Prüfung gilt als bestanden. Nur dann wird deine Seele wachsen, Gebieter. Als Lohn wird dich die Göttin mit neuer Kraft beschenken. Okay. Fülle das Seelengefäß, in dem du Faros Tränen aufsammelst. Gebieter, was dort funkelt? Dies ist eine von Faros Tränen. Sammle 15 von ihnen. Warum weint sie denn? Oh nein. Aber es genügt nicht, sie nur zu sammeln. Nein, du bist nicht allein über dieser Prüfung. Ja, Gegner und Geister. Sollst du auch nur einen Schritt vom rechten Weg abkommen, werden dich die Hüter verfolgen, Gebieter. Ein einziger Treffer der Hüter wird deine Seele aus der Fassung bringen und deine Prüfung wird zu Ende sein, Gebieter. Sammle die Tränen daher, ohne dich angreifen zu lassen und fülle das Seelengefäß. Hast du mich verstanden, Gebieter? Nein, brauchst du nicht nochmal erklären. Gebieter, ich werde dir auf deine Rückkehr warten, auf dass die Göttin dich beschützen möge. Gebieter! Boah, langsam nervt's, ne? Was zum... Hä? Eine Pharao-Träne. Ihre heilige Macht hindert die Hüter für 90 Sekunden daran, sich zu bewegen. Sammle alle 15 Prüfungen zu bestehen. Okay, wir haben 90 Sekunden Zeit. Was ist das denn? Du sollst eine Lichtfrucht erhalten. Diese mysteriöse Frucht lässt 30 Sekunden lang Signallichter erscheinen, die den Weg zu den übrigen Tränen weisen. Sehr schön. Gibt es mal was anderes? So habe ich noch nie gesehen, ey. Okay, interessant. Hier haben wir eine. Blin. Gebieter, Mike. Wahrscheinlich nicht ins Wasser, oder? Uns hören die das oder so. Diese glitzernden Flächen heißen Ala Traumata und haben eine besondere Bewandtnis. Trittst du auf sie, Gebieter, so werden dich die Hüter sofort entdecken. Sie sind über die ganze Gegend verstreut. Pass also auf, wohin du deine Schritte setzt. Ja, schon verstanden. Habe ich mir schon denken können. Das ist irgendwas, so ein Item? Hier? Ein Finsterhalbmond, von dem wurde noch geredet. Er ähnelt dem Bernstein-Halbmond, hat jedoch eine andere Beschaffenheit und ist nur an bestimmten Orten findbar. Nur in meiner Seele. Und dann gibt es anscheinend noch zwei weitere. Also zwei weitere Käfer und zwei weitere Items. Dann haben wir alles gesehen. Alle Items gesehen. Ist hier oben was? Nee, ich hoffe nicht, oder? Warte. Doch. Warte, da war was. Doch, da ist auch was. Oh mein Gott, wie böse. Wie komme ich denn da hoch? Von oben. Okay, ich muss mich beeilen. Ich sehe schon die Blume. Fliegt langsam weg. Verweht langsam, sieht ihr das da oben? Okay, finde ich interessant. Habe ich nichts gegen dieses Konzept. Solange es nicht schwer ist. Ah, stimmt, da müssen wir auch noch bomben. Können wir eigentlich theoretisch gleich machen, ne? Okay, aufpassen. Konzentration. Es gibt 15, hat sie gesagt, ne? Die oben, die Leiste. Wo sind die nächsten? Okay, hier sind welche. Kling, kling. Hab ich wahrscheinlich gehört. Aber gesehen hat sie mich nicht. Also alles gut. Genau, hier ist eins. Zack. Hier ist irgendwas. Okay, wir können wir nicht rein. Okay, einfach nur so zugebaut. Okay. Alles klar. Ja, ich muss mir das erstmal alles anschauen.
bevor ich mir hier irgendwas, irgendeine Meinung bilden kann. Da hinten haben wir eins verpasst. Oh. Tja, ich bin tot. Folgen die mich? Hab kein Schwert. Renn. Meine Taktik ist jetzt, zurück zum Anfang zu rennen und den ganzen Weg zurückzulatschen. Also Leute, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich wieder an dem Ort bin. Aber wo habe ich denn hier bitte was verpasst? Hä? Komme ich denn jetzt hier wieder weg? Jetzt mal ohne Witz, wie komme ich jetzt hier wieder weg? Komm, oder kill mich. Lass mich einmal kurz killen. Lass mal von vorne mal an. Genau, lass mich von vorne mal an. Wir sind gleich wieder. Ach, hier hinten gibt's auch noch was. Ist hier hinten eins? Doch, hier war doch eins. Okay, also es war richtig, dass ich mich gekillt habe. Ich habe das hier verpasst. Ja, sorry, guys. Ja, bis gleich, welche wir alle haben. Okay, wir sind wieder an Ort und Stelle. Wo gehe ich jetzt nächstes lang? Hier hoch? Ja, hier oben ist was. Hat man gar nicht gesehen, ne? Böse. Und hier habe ich eine Abkürzung nicht geschaffen. Jetzt ist sie da. Cool, dass man das ja auch jetzt hier machen kann. Okay. Hier ist noch einer. Ja, aufpassen, wo ich runterfall. Zack, zack. So, wir müssen auch noch mal mit. Aufpassen, ist Wasser. Nee, ist kein Wasser, ist Weg. Oh, okay. Oh, da müssen wir noch hoch. Wir müssen noch mal zurück. Haben wir es verpasst. Oh, sie hat mich gehört. Du machst mir Angst. Hi. Ich stehe einfach mal ein bisschen mit dir, ne? Was geht? Unter mir direkt. So. Vier fehlen noch. Okay, gehen wir mal hier runter. Ich denke mal, die letzten sind hier, oder? Hab's gesehen. Eins habe ich verpasst da oben. Dann fix mal dorthin. Wo denn? Da irgendwo. Aufpassen, danke. Hier. Da kommt ein Zack. Drei Filme noch anscheinend. Abkürzung habe ich geschaffen. Hier ist noch eine. Hinten ist noch eine. Moment. Oh, das ist böse hier. Oh Gott, das ist böse. Das geht nicht anders. Ah doch, das Wasser geht manchmal weg. Verdammt. Okay, sorry. Habe ich nicht geblickt. Aber ich muss das nur schnell einsammeln. Dann sind sie wieder weg. Als wären sie nie da gewesen. Da hinten ist was, oder? Hm, nehme ich mit. Wo ist jetzt das letzte? Ich hab's irgendwo gesehen. Irgendwo in einem anderen Gebiet, glaube ich. Hier ist es nicht. Okay. Ich weiß gar nicht, wie ich das zusammenschneide. Vielleicht ist es auch eine neue Folge. I don't know. Jetzt. Ja, wo muss ich lang? Ich sehe es halt nicht. Ich weiß gerade nicht, wo es ist. Da ist es! Hier drauf. Moment. Ah. Hätte ich wohin holen müssen. Naja, okay, egal. Hier ist es. Einmal noch den Test hier überstehen. Oh oh.
Hab's. Wir haben alle Pharaoh-Tränen gefunden. Dies hat deine Seele reifen lassen, Mike. Doch noch ist die Prüfung nicht vorbei. Begeb dich vorsichtig zum Ausgang, um ein Zeichen deiner Reife zu erhalten. Wo ist denn der Ausgang? Ach, am Anfang. Okay, aber es wurde wieder voll aufgefüllt, meine Leiste. Das heißt, okay, na gut. Hätte ich den einen, den ich verpasst habe, als letztes eingesammelt, dann hätte ich eigentlich instant geschafft, ne? Na, wie auch immer, nicht schlimm. Ah, als ob du mich gesehen hast. Okay. Daraus nicht als Challenge. Können die mich im Wasser bekommen? Ja. Ja, können sie. Run, Link! Du hast es fast geschafft! Ah, wir haben es geschafft. Alle Pharaoh-Tränen haben wir umgewandelt. In eine Frucht verwandelt anscheinend. 100% Wasser. 2% Salz. Du hast die Wasserdrachenschuppe erhalten. Einer der drei Schätze der Göttin. Er ermöglicht dir zu tauchen und die Wasserschraube auszuführen. What? Wir können damit tauchen? Mit einer Wasserdrachenschuppe, okay. Das hört sich doch gut an. Hier gibt es viel Wasser in dem Gebiet. Oh, hey. Hast mir zugeguckt. Meinen Glückwunsch, Gebieter. Gebieter, du hast die Prüfung bestanden. Dein Schwert hat jetzt die Kraft, die nötig ist, um die heilige Flamme zu finden. Diese Wasserdrachenschuppe ist eine der Schätze der Göttin. Durch die Kraft des Wasserdrachen kannst du dich nun frei im Wasser bewegen. Die Flamme muss hier im Wald sein, Gebieter. Ich vermute, dass sie sich an einem Ort befindet, den wir noch nicht entdeckt haben. Wahrscheinlich unter Wasser. Alright. Und du? Was machst du hier? Ist das etwa eine Schuppe vom Wasserdrachen? Damit kannst du dich im Wasser wie ein Drache in der Luft bewegen. Echt? Cool. Es gibt hier im Wald Orte, an denen du noch nicht gewesen bist. Warum nutzt du nicht die Kraft dieser Schuppe und suchst sie? Okay, danke Hodenmann. Das werden wir auf jeden Fall ausprobieren. Haben wir diesen neuen Gegner? Okay, wir haben jetzt eine neue Kraft, mit der wir schwimmen können. Testen wir mal kurz aus. Schwimmen. Ja, komm, schwimmen. Tauchen. Schwimmen. Aua, lass mich in Ruhe. Jetzt können wir schwimmen. Oh Gott, Motion Controls unter Wasser. Mann, wie ich das liebe. Warte, Moment, 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 bevor wir das machen, bevor ich es vergesse, ne? Erstmal runtertauchen unter dem, damit er mich nicht angreift. Diese eine Steinwand, die wir jetzt wegbomben können. Da gehen wir jetzt hin. Das bedeutet auch, wir müssten gegen den kämpfen, aber... Wir sind jetzt stärker geworden. Von daher sollte das jetzt einfacher gehen. Aua. Aua. Okay, warte. Hä? Geh down! Ist er down? Ja, er droppt nichts. Cool. Also dem auf jeden Fall aus dem Weg gehen. Der droppt nichts Gutes. Alles klar. Genau, hier oben. Ja, da war's. Da oben. Ja. Mal gucken, wie ich das an der Ende schneide, ne? Ah, so viel Content heute. So viel Content. Aber ich muss auch sagen, ich habe richtig Bock auf Zelda in letzter Zeit. Ich habe wirklich Bock. Und ich hoffe, ihr auch. So. Hui. Schauen wir uns das Ganze mal an. Oder so. Die Kamera will nicht. Eine Kiste. Mit Chest. Very, very nice treasure. Eine blaue Vogelfeder. Ha, cool. Wow. Das hört sich ja echt sehr interessant an. Cool. Vogelfeder. Voll interessant und cool. Ja.
Warum glitzerst du? Mach zu glitzern. Mag ich nicht. Na gut, dann wollen wir aber trotzdem jetzt mal A gedrückt halten, da kann man schwimmen. Und dann runtertauchen in die Richtung. Dann wollen wir mal. Ah! Rein da! In die Höhle, in die Unterwasserhöhle! Oh Gott. Wir sind unterm Baum, glaube ich. Hier sind die ganzen Wurzeln, maybe? Oh, eine Wasserblase. Würde jetzt Sonic sagen. Link sagt einfach nur. Hä? Ja, ja, schön. Atmen, Link. Ganz ruhig. Aber hey, der kann aber echt, echt lange unter Wasser atmen, ne? Ihr seht ja die Leiste selber. Krass. Dass das so einfach für ihn ist. Da sind wir auch schon hoch teleportiert worden. Oh. Fliegende Pufferfische. Magische Pilze überall. Freakiger Ort hier. Im großen Baum. Ach, jetzt sind wir im Baum drinne. Oh. Hoch da, hoch da, hoch da. Wir wollen klettern. Klettern. Genau. So. Und dann da drauf. Ja. Oh, nicht die. Aua, was hat mich getroffen? Ich weiß es nicht. Haut mal ab, please. Du auch. Tschüss. 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 Was habe ich jetzt falsch gemacht? Also ich gehe mal davon aus, dass es hier weitergeht. Weil das ist ja eigentlich der einzige Ort, wo wir jetzt hin können. Neuerdings. Wo wir noch nicht waren. Und uns wurde ja literally auch gesagt, ja, geh an neue Orte hin, wo du jetzt noch nicht warst mit dem Schwimmen, ne? Tschüss. Tschüss. Schön. Was muss ich denn machen? Was mache ich offensichtlich falsch? Aber was? Wieso? Geht das nicht? Hä? Wo kann ich hier hoch? Nee, 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 nee. Link, come on. Achso, ich kann rollen. Hä? Was soll ich denn machen? Es gibt nichts, was ich machen kann. Ich kann hier ein bisschen Gras kaputt machen. Oder auch nicht. Lässt mich nicht, dann nicht. Okay, sorry. Haltet mich für blöd, ne? Wenn man nicht weiterkommt, ne? Faustregel, wenn man nicht weiterkommt im Videospiel. Probier all deine Items aus, die du besitzt. Und, ja. Hätte man drauf kommen können, okay. Man kann sich schwingen lassen mit dem Krug. So. Na gut. Okay, den gebe ich dem Spiel. Hätte ich drauf kommen können. Bin ich nicht. Keine Ahnung, wie ich da hochkomme. Bestimmt durch ein anderes Loch oder so vom Baum. Stimmt, wo kommen wir jetzt eigentlich raus? Vielleicht irgendwo, wo ich an diesem einen Block dran komme? Hier bin ich. Ja, hier. Okay, ich könnte jetzt abspringen und den ganzen Weg von vorne machen für diesen Block. Und wisst ihr was? Ich fühle mich gezwungen, es zu tun. Und wahrscheinlich muss ich es gleich nochmal machen, weil es gab noch einen anderen, wo ich es machen muss. Also von daher, ja, für eine weitere Truhe mit 50 Rubinen mache ich das doch. Für die 100%! Yeah! Bis gleich. Und zack, da bin ich einfach mal wieder hier oben. So, Herzen nehme ich gerne mit. Vor allem nachdem ich ein paar verloren habe. Nee, die kann man doch locker nicht fangen. Was ist das? Honig? Was auch immer, ist das irgendwie Kürbis, oder? Ja, keine Ahnung, was es ist. Auf jeden Fall. Spinni! Hey, Spinni! Kommst du runter? Okay, dann machen wir es anders. Ciao, Spinni! Okay, stirbt sofort. La 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 la. Oh, Vogel!
Wir klettern an den Baum. Oh Gott, das ist eine. Ich falle! Leute! Nein! Wo bin ich? Okay, ich bin hier. Moment, Moment, Moment! Fang, fang! Nein! Komm wieder! Ich hoffe, die kommen nochmal wieder. Wenn ich jetzt nochmal da oben gehe. Habe ich denn falsch gemacht? Zu viel gesprungen? Ich denke mal, ich bin einfach zu viel gesprungen. Ich hätte das zwischenstoppen müssen, oder wie? Ja, ich hätte jetzt zwischenstoppen müssen, habe ich nicht gesehen. Okay. Okay, Leute. Ich habe einen Plan. Zum einen. Tschüss. Zum anderen. Tschüss. Tschüss. Ich versuche jetzt mal, die Bienen auf mich anzulocken und dann will ich die mal versuchen zu fangen, weil ich kann mir gut vorstellen, dass man die Bienen einfangen kann. Jetzt sehen sie mich. Shit. So weit runter wollte ich nicht. Kommt her! Bin bereit für euch. Ich höre euch schon. Ha! Ich wusste es. Eine Dekobiene. Erhitzt man ihr Gift, erhält man eine wirksame Medizin. Haltet ihr von großen Schwärmen fern. Ups. Es ist noch ein Käfer. Das können wir auch noch fangen, oder? Zack. Okay, na gut. Reicht mir völlig aus. Reicht mir völlig aus. Udo. Ja, Steuerung ist manchmal ein bisschen schwierig in dem Game. So, Moment. Tschüss. Oh oh. Blum, blum, blum. Yeah, ich farm euch. Oder einer noch, der eine. Okay, er ist weg. Ich hab deren Bienenschwarm kaputt gemacht. Okay, kann sein, dass da 5 Rubine so rausgekommen sind. Egal. Sind jetzt weg. Ich habe ein paar Bienen dafür bekommen. Das ist auch ein Fairtrade. Viel lustig. Irgendwo macht da. Ich höre die ganze Zeit so Biau-Geräusch. Hört ihr das auch? Wo kommt das? Was ist das? Ich sehe nichts. Spiel. Kamera. Gott. Ja, wir können ja wieder rein. Gott, was ist das für ein Geräusch? Voll weird. Bam, bam. Ah, jetzt sind wir hier oben. Lass mich durch. Verstanden! Oh, das ist eine voll gute Taktik eigentlich gegen den. Shit. Er wird sich nicht mehr austricksen lassen. Aufpassen, aufpassen, aufpassen! Ist er down? Oh Gott. Er ist down. Ich mag den Gegner absolut nicht, aber. Jetzt ist er down. Schön. Komm weiter. Wunderbar. Jahu. Oh, speichern. Ich liebe es zu speichern. Ihr wisst, dass ich das liebe. Ihr wisst das alle. Allesamt wisst ihr das. Ich will ja zu speichern. Okay. Oh Gott, die ganze Familie zu Hause. Aua. Wollt doch nur eure Überreste einsammeln. Mein Gott, die lassen mich gar nicht dran. Das reicht's aber, ja? Es reicht, Freunde. Du auch? Runter mit dir! Zack! Tschüss! Da ist er. Da ist er weg. Okay, die wohnen hier einfach anscheinend. Ja. Oh Gott, und ihr auch. Oh, warte, den nehme ich mit.
Verschwindet einfach. Niemand möchte euch hier haben. Niemand hat auch euch gefragt. Ihr Mistviecher. Oh, Link, pass bitte auf. Sonst muss ich den Safe neu laden. Ja, was war das? Da ist irgendwas. Oh nein, na. Aber ich... Leute, ihr seht alles, was ich sehe. Ich habe hier was verpasst. Okay, da komme ich nicht... Wie komme ich da runter? Da. Das ist da direkt neben dem. Okay, wisst ihr was? Ich markiere die mir auf der Map. Ja, okay. Hier sind so zwei Stück ungefähr. Habe ich mir markiert. Ich merke mir sie für nächstes Mal, okay? Jetzt aber nicht mehr. Jiang? Fei, was gibt's? Gebieter, hörst du das auch? Ja, die ganze Zeit. Das war's. Mehr wolltest du mir nicht sagen. Einfach nur, dass ich die ganze Zeit auf was höre. Cool, Fei. Ganz cool. Danke für das Mönchchen. Das soll es dann gewesen sein von dieser Folge von Zelda Skyward Sword. Ich war jetzt ein bisschen kürzer die Folge, aber wir hatten ja schon in letzter Zeit Folgen, die ein bisschen länger gingen. Von daher ist das eigentlich ganz okay. Und beim nächsten Mal werden wir dann herausfinden, wer da oben eigentlich die ganze Zeit so laut schnarcht oder was auch immer für Geräusche macht. Ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.